Man erkennt ihn an dem kleinen grünen Fähnchen an seinem Liegerad. Darauf weht das markante sechseckige Logo durch die Luft, das für sein Lebenswerk steht. Und auch heute ist der mittlerweile 85-Jährige immer noch fit genug, um mit seinem besonderen Fahrrad anzureisen. Gustav Schünemann ist der Vater der deutschen Feenroute, die am 2. Mai 1992 feierlich eröffnete. Am Dienstag ließ er sich nicht nehmen, auch beim Festakt zum 25-jährigen Jubiläum der Radroute mit seinem Liegerad anzureisen. Und dabei hatte sich zu Ehren des Elisabeth Feeners einige Politprominenz aus den Landkreisen Kloppenburg, Leer und Ammerland am Moor- und Feenmuseum versammelt. Die Idee zur Route kam den in der Magdeburger Börde aufgewachsenen Schünemann selbst auf einer Radtour.